Ja, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr auf den letzten Vortrag des heutigen Tages zur Sprecherin Anja Österheld, die, wie auch in der Diskussion und auch in der Einleitung schon zu Wort gekommen ist. Anja Österheld ist Literaturwissenschaftlerin an der Universität Gießen und sie ist und hat eine wichtige Arbeit geschrieben, ihre Habilitationsschrift zur Geschichte der Heimat, zur Genese ihrer Semantik in Literatur, Religion, Recht und Wissenschaft und ist, und das darf ich glaube ich sagen, seit Mittwoch nach allen Regeln der Kunst habilitiert, genau zu diesem Thema. Dazu möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren. Und liebe Anja, ich freue mich auf deinen Vortrag. Wir testen kurz, ob die PowerPoint funktioniert. Ja, sehr gern. Ja, wunderbar. Es ist zu sehen, sehr schön. Gut, liebe Franziska, danke für die Einladung zu dieser tollen Tagung. Ich freue mich sehr, heute vortragen zu dürfen und jetzt umso mehr direkt nach Susanne Schanowskis tollem Vortrag, der jetzt wie die Faust aufs Auge zu meinem Thema passt, weil ich jetzt noch meine Gegenposition eigentlich entwickeln würde gerne. Susanne Schanowski sagt, das traute Heim ist für mich nicht Heimat. Und ich würde sagen, ja, für mich auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass sie es historisch war und dass wir heute, wenn wir heute uns dem Heimatbegriff nähern oder versuchen, ihn neu zu besetzen, für uns zu besetzen, uns eben dieses historische Kapital bewusst machen müssen und vielleicht ja unsere, die Dinge, die wir selbst in dem Begriff lesen, nochmal auch historisch prüfen sollten. So, und ein Aspekt, den ich heute in den Vordergrund stelle, soll eben die Bürgerlichkeit dieses Begriffes sein. Zum Titel, der ist viel zu reißerisch, um Klassenkampf im engeren Sinne soll es also hier nicht gehen. Meine Hauptthese ist vielmehr, dass Heimat historisch immer auch Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse bedeutet hat. Es ist im 19. Jahrhundert, also dem Jahrhundert, das die moderne Semantik des Begriffs hervorgebracht hat, eben nicht Sache des Adels oder des Proletariats, über Heimat zu reden. Im modernen Verständnis ist es eine bürgerliche Kategorie. Das wäre meine These, die ich anhand von vier Aspekten hier entwickeln will, nämlich erstens den Umstand, dass sich Heimat im 19. Jahrhundert als religiöse Erscheinungsform mit dem Bürgerlichen verbindet. Das Heimatverständnis der Zeit erhob den heimischen Herd zum Altar und die bürgerliche Privatexistenz zum religiösen Surrogat. Zweiter Punkt, Heimat ist auch eine rechtliche Kategorie und verbindet sich gerade im 19. Jahrhundert in diesem rechtlichen Verständnis auch mit der Klasse der Bürger. Ohne Bürgerrechte war es nicht immer möglich, das Heimatrecht zu beanspruchen, wie ich entwickeln will. Nächster Punkt, Heimat, Bürgerlichkeit und Politik. Das Bürgertum, so die Hauptthese, grenzt sich im 19. Jahrhundert nicht nur nach unten ab gegenüber den Heimatlosen, sondern also den Armen, sondern eben auch nach oben gegenüber dem Adel, das für den Kosmopolitismus stand. Und statt dieses Kosmopolitismus ist jetzt der Nationalismus das neue bürgerliche Denkmodell, das sich auch eng mit der Idee der Heimat verbindet. Das wäre der dritte Punkt. Und der vierte dann, neben diesen schwergewichtigen Aspekten Religion, Recht, Politik, Nation, natürlich auch die Ökonomie, also so eine Art Katalysator des schon bisher genannten Heimatsherz, auch schon im 19. Jahrhundert. Und insofern werden all die vorher genannten Aspekte auch nochmal über die Ökonomisierung deutlich. Dann im historischen Ablauf weitergehend kann man gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts dann eine neue Positivbesetzung der Heimatlosigkeit als Begriff
konstatieren, die sich, so die Hauptidee, immer auch mit antibürgerlichen Impulsen verbindet. Und dann meine Einschätzung jetzt unter diesem einen Aspekt der Bürgerlichkeit der Gegenwart, würde ich sagen, oh Mensch, schlägt das Pendel zurück, also nicht mehr Heimatlosigkeit, ist ein positiv besetzter Begriff, sondern Heimat wird wieder zu einem Begriff, den man versucht für sich positiv zu besetzen, und inwiefern historisch gesehen das auch zusammenhängt mit der Ausbildung einer neuen Bürgerlichkeit, der Veränderung von dem, was Mitte der Gesellschaft Bürgertum heute ist. Darum soll es am Abschluss ganz kurz gehen. Ich beginne jetzt also mit dem Aspekt des Religiösen. Heimat ist in der deutschen Sprache spätestens ab dem 15. Jahrhundert ein metaphysischer Begriff. Die himmlische Heimat als der Ort, das höchste Ziel des Christen, an dem die Seele in Gott geborgen ist. Der Prozess der Transformation der religiösen Bedeutung in profane Bereiche beginnt um 1800 im Medium der Literatur. In dem Maß, in dem Literatur das metaphysische Konzept der Heimat vom Kontext der Religion löste, übertrug sie das Erlösungsversprechen, das sich mit ihm verband, auf andere Heimatvorstellungen. Das ist der Kern der semantischen Schubkraft, die der Begriff der Heimat um 1800 erhielt. Ab dem 19. Jahrhundert ist dann ein Nebeneinander von religiös konnotierten Heimatsemantiken zu beobachten. Das lässt sich sehr schön an Julius Hammers Erbauungsbuch Leben und Heimat in Gott veranschaulichen. Sie sehen links das Titelblatt einer Auflage um 1880. Die Erstauflage war 1861. Und können also hier schon ablesen, das Ziel dieser Anthologie, die fromme Erbauung und sittliche Veredelung. Auf der rechten Seite können Sie jetzt die Eröffnungsverse mitlesen von Julius Hammer selbst. Wie nichtig wär all unser Streben, ein irres Wandeln freudenleer, wenn Gott in dir nicht unser Leben, in dir nicht unsere Heimat wär. Heimat und Leben des Menschen ist in Gott, wie ja schon der Titel der Erbauungsschrift aussagt. Soweit die über Jahrhunderte tradierte christliche Heimatauffassung, die besagt, dass es die wahre Heimat nur im Himmel geben kann. Im 19. Jahrhundert geht das aber nicht mit einer Abwertung des Irdischen einher, sondern Heimat kann sehr wohl auch auf Erden gesucht und gefunden werden. Und da passt es auch zusammen, dass in der gleichen Erbauungsanthologie es ein Kapitel gibt, dessen Kapitel Kupfer Sie hier sehen, Herd und Altar. Es zeigt ein biedermeierliches Idyll, durch die Butzenscheiben dringt das Licht in eine enge, aber aufgeräumte Stube. Der Familienpatriarch sitzt mit aufgeschlagenem Buch am Tisch. Wir assoziieren die Bibel im Kontext natürlich unserer Anthologie. Um ihn versammelt eine Familienidylle mit frommen, braven Mädels und der Mutter am Stuhl sitzend. Die Tugend der Häuslichkeit, die im begleitenden Gedicht besungen wird, wird als bürgerlicher Gottesdienst visualisiert, in dem der bürgerliche Herd zum Altar wird, wie er ja auch schon der Titel des Kapitels sagt. Das Gedicht habe ich nochmal, was drunter steht, nochmal an der Seite etwas größer abgeschrieben. Nur ein Glück, nur eines gibt Zeniden, fast für diese Welt zu gut und groß, Häuslichkeit. In deines Glückes Frieden liegt allein der Menschheit großes Los. Einen Begriff der christlichen Heimat haben sich, und das ist der Punkt hier, selbst im Kontext einer religiösen Erbauungsanthologie bürgerliche Werte angelagert, die von privater Intimität, von patriarchalem Familienidyll, von tugendhafter Weiblichkeit. Die Romane des 19. Jahrhunderts sind voll von dieser Gleichung von Heimat und bürgerlichen Werten. Ein seinerzeit prominentes Beispiel sind Gustav Freitags Werke Soll und Haben oder der Historienzyklus Die Ahnen, Romane, in denen es zugleich
um den Abstieg des Adels und um den Aufstieg des Bürgertums geht. Im Heimatbegriff, so hier die erste These, kristallisiert sich damit eine unter anderem auch religiös konnotierte Klassenmoral des Bürgertums. Neben der religiösen Semantik von Heimat gibt es auch eine lange rechtsgeschichtliche Bedeutung des Begriffs, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Auch im rechtlichen Bereich lässt sich zeigen, dass Heimat und Bürgertum eng verwoben sind. Das Heimatrecht regelte die Zugehörigkeit des Einzelnen zu der Gemeinde, aus der er stammte, und die Gemeinde war also für ihn zuständig im Fall, dass er in Armut fiel und versorgt werden musste. Zugleich hing es aber auch zusammen mit einer Abschiebepraxis. Das heißt, wenn das Heimatrecht auch teils dazu diente, Arme tatsächlich im Fall eines Notfalls zu versorgen, wurde es doch mindestens genauso oft dazu verwendet, unliebsame Arme, die sich an anderen Orten befanden, abzuschieben. Und viele hatten gar kein Heimatrecht, weil es nicht vergeben oder wieder entzogen worden ist. Wer also Leibeigener, Dienstmädchen, Knecht war, konnte nicht wieder bürgersicher sein, von seiner Gemeinde unterstützt zu werden. Das angebliche Bewusstsein des 19. Jahrhunderts, Zitat, von Heimat als dem unzerstörbaren und unverlierbaren Besitz eines jeden, ist ein Missverständnis gegenwärtiger Forschung zur historischen Bedeutung des rechtlichen Heimatbegriffs. Ob jemand Heimat hatte oder im juristischen Sinn heimatlos war, entschied die Wohlhabenheit und die Zugehörigkeit zu einer Klasse, dem Bürgertum. Im ganzen 19. Jahrhundert war es also ein selbstverständliches Alltagswissen, dass es Heimat in einem rechtlichen Sinn nicht für alle gab. Die armen Bevölkerungsschichten waren stets von Heimatlosigkeit bedroht. Und latent fühlten sich die bürgerlichen Schichten von den Heimatlosen bedroht. Sie verkörperten gewissermaßen die Abstiegsängste der bürgerlichen Gesellschaft, wie man es hier sehr schön in der Karikatur sieht, aus einer schweizerischen Zeitschrift aus dem Jahr 1852. Also sehr schön sieht man es vielleicht nicht, weil es eine schlechte Abbildung ist, aber man erahnt vielleicht ein bisschen, was ich jetzt beschreibe. Die Zeitschrift heißt, auch da weiß ich nicht genau, Schweizerdeutsch, der Postheiri. Und im historischen Lexikon der Schweiz erfährt man über diese Zeitschrift, Zitat, es sei ein bürgernahes, satirisches Volksblatt, das zeitgenössische Ereignisse, Entwicklungen, Meinungen und Ängste kommentierte. Zitat Ende. Das bürgerliche Angstbild, das hier entworfen wird, stellt Heimatlose als Ekel und Angst provozierende Gestalten dar, die im begleitenden Text noch einmal als schleichkundig und lügenhaft markiert werden. Vogelfänger, Körbeflicker, das alte Weib. Die Heimatlosen werden alle als wenig vertrauenerweckende Gestalten gezeichnet. Dazu muss man wissen, dass gerade in der Schweiz zur Entstehungszeit dieser Karikatur, also Mitte des Jahrhunderts, das Problem der Heimatlosigkeit besonders massiv war und bis zu 10% der Bevölkerung in der Schweiz tatsächlich Heimatlose waren. Das heißt, dass dort rechtlich auch so war, dass Heimatrecht entzogen werden konnte in hohem Maße als Strafmaßnahme oder weil in der Gemeinde die falsche Konfession, die Leute der falschen Konfession angehörten und aus anderen Gründen wurde Heimatrecht entzogen und dann auch auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Also es war ein massives gesellschaftliches Problem. Und für diese Heimatlosen gab es eben kein Armenhospital, gab es keine Gemeinde, an der sie sich ansiedeln durften. Um noch ein literarisches Beispiel zu nennen, auch aus der Schweiz, Gottfried Kellers, Romeo und Julia auf dem Dorfe, der schwarze Geiger, ist ja selbst ein Heimatloser, der im Walde lebt und der genau diese Angst des Bürgertums vor dem Abstieg verkörpert. Sali und Vrenchen, dann das Paar, das Liebespaar, fällt auch aus dem bürgerlichen Raster, ist aber eher bereit dazu, sich umzubringen, als eben in die Heimatlosigkeit zu gehen, ja, und hält damit noch im Tode eigentlich das bürgerliche Modell von Heimat aufrecht.
Nicht nur nach unten grenzt sich das Bürgertum, das Heimat hat, von den untersten sozialen Schichten ab. Der Heimatdiskurs des 19. Jahrhunderts repräsentiert auch das bürgerliche Abgrenzungsbedürfnis nach oben, und zwar im Zusammenhang mit dem Nationaldiskurs der Zeit. Dieser richtet sich auch gegen den Adel und dem ihm unterstellten, nun negativ konnotierten Kosmopolitismus. Seit 1800 bildet sich langsam, aber stetig die Idee heraus, Heimatliebe sei ein spezifisch deutsches Gefühl. Die seit Schleiermacher und Novalis mit dem Gemüt und Werten der Innerlichkeit assoziierte Heimat wurde sehr schnell auf ein Gefühl der Heimatliebe festgelegt, das angeblich nur Deutsche empfinden können. Der gemeinschaftliche Geist der Heimatlichkeit ist schon für Hegel etwas spezifisch Deutsches. Zugleich bildet sich mit Ernst Moritz Arndt, dem Lyriker der Befreiungskriege, ein polares Schema von Heimat und Vaterland heraus, nachdem eine emotionale, passive, unpolitische Heimatliebe und eine rationale, aktive, politische Vaterlandsliebe als gleichsam notwendig auseinander hervorgehende Entwicklungsstadien des Menschen erscheinen. Die damit einhergehende geschlechtsspezifische Kodierung von weiblicher Heimat und männlichem Vaterland wird im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts übernommen. Heimat erscheint dann stetig als Wurzelgrund des Nationalen. Boden, ja, Erde, Wurzel, Erde oder sowas. Ne? Es geht ja sozusagen immer um dieses vegetative, ursprüngliche, was sich mit Heimat und dann eben auch sehr oft dem Weiblichen verkörpert, das noch nicht rationale, noch nicht politische. Und auf diesem Grund der Heimatliebe, die eben erst nach dieser Logik geschaffen, gefördert werden muss, wieder aufgedeckt werden muss, weil die Entwicklung der Moderne sie eigentlich verschütten, auf diesem Grund kann dann das männliche, rationale, abstraktere Prinzip seine ganze Nation, die ganze Nation, ja, die abstrakt ist, zu lieben, aufsatteln. Das ist so die bestimmende Idee des 19. Jahrhunderts im politischen Heimatdiskurs. Diese im 19. Jahrhundert entstandene Heimatsemantik enthält damit von Anfang an auch die Möglichkeit, einen vorgeblich unpolitischen Raum innerhalb eines dezidiert politischen Bedeutungsfeldes, also das der Nation, zu eröffnen. Heimat wird vom Bürgertum des 19. Jahrhunderts mit den Werten konnotiert, die für das Bürgertum selbst stehen. Das unpolitische, private, tiefsinnige, zugleich schlicht einfache, natürliche, ungekünstelte. Diese Werte werden aber im politischen Diskurs in einen politischen Dienst gestellt, in den des Nationalen. An der Feldpostkarte hier aus dem Ersten Weltkrieg kann man ablesen, wie das funktioniert, also auch visuell. Hier ist also das Gedicht oder der Vers nach der Heimat möchte ich wieder abgebildet. Das ist eine ganze Serie, da gibt es 10, 20 Karten, die immer mit diesem Gedicht arbeiten und dann verschiedene Szenen des Lebens der Soldaten darstellen. Hier also direkt im Schützengraben eine idyllische, biedermeierlich anmutende Szene der Hausmusik, ja, die man hier assoziiert, die also in den Schützengraben gestellt wird. Das heißt, es gibt auch die Sehnsucht nach der Heimat. Ne? Also es gibt weiterhin das Private, Intime, was sich mit Heimat verbindet und hier offensichtlich in den Dienst der Nation gestellt wird. Die Leute, die Männer müssen in den Krieg ziehen und dort ihr Leben lassen. Für die Heimat, für die Nation. Und in dieser Kombination war das dann auch die übliche Kampfparole im Ersten Weltkrieg und im Zweiten dann auch noch. Neben all diesen Aspekten, in denen sich Heimatdiskurs und Bürgertum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts treffen, darf man einen mindestens genauso wichtigen nicht vergessen, den Zusammenhang von Heimat und bürgerlicher Ökonomie. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus klebte Heimat auf allem, was man verkaufen wollte. Zeitschriften, wichtigstes Medium der neuen Massenkommunikation, zeigen das schon durch ihre Titel an. Unterhaltung am häuslichen Herd, die Gartenlaube, aus der die Heimat, Heimgarten, heißen die Zeitschriften.
Diese Zeitschriften, die vom gebildeten Bürgertum herausgegeben, geschrieben, gekauft, gelesen werden, tragen zuhauf Haus und Heimat, das Heimelige, das Daheimsein im Titel. Am Bildprogramm von zwei solcher Zeitschriften kann man zudem sehen, wie selbstbezüglich dieser bürgerliche Heimatdiskurs im 19. Jahrhundert war. Dies entspricht der Logik eines literarischen Marktes, der die Bedürfnisse erst schaffen muss, von denen er lebt. Sie sehen hier links die in Wien erschienene Zeitschrift Die Heimat von Anzengruber teilweise herausgegeben. Man kann es jetzt eher ahnen als sehen, die Titelvignette zeigt die eine lorbeerbekränzte Figur, welche die Zeitschrift Die Heimat in die Höhe hält, also die eigene Zeitschrift sozusagen Bild im Bild. Um sie herum Putten, die nach der Zeitschrift greifen und teilweise schon in ihr lesen. Und rechts ist zu sehen der Daheimkalender, das ist der Jahreskalender des Familienblatts Daheim, auch sehr prominent, kurz hinter der Gartenlaube im Ranking. Es trägt als Titelbild einen Knaben, der den Daheimkalender in seiner Tasche trägt und ein zweites Exemplar einem Mädchen schenkt. Also hier wird sozusagen die Selbstproduktion von Heimat nochmal visuell selbst von den Zeitschriften ins Bild gesetzt. So, jetzt nähere ich mich dem Ende des 19. Jahrhunderts, in dem nämlich etwas Neues beginnt, nämlich eine positive Neuinterpretation oder erstmalig Möglichkeit, Heimatlosigkeit positiv zu konnotieren und zu lesen. Und dies hängt direkt zusammen mit einem dezidiert antibürgerlichen Diskurs, der sich in dieser Zeit prägt. Das antibürgerliche Denken gewinnt den Begriff der Heimatlosigkeit für sich. Friedrich Nietzsche schreibt in Die fröhliche Wissenschaft von 1887, sein Werk richte sich insbesondere an die in einem abhebenden und ehrenden Sinne als Heimatlose zu bezeichnenden und bezieht sich damit ausdrücklich in die Gruppe der Heimatlosen mit ein. Der Heimatlose ist nach Nietzsche radikal. Er will nicht konservieren, nicht in eine Vergangenheit zurück, teilt aber auch nicht den Fortschrittsoptimismus und dessen liberale, soziale und nationale Werte. Auch Nietzsches oft zitierte Schlussverse des Gedichts Vereinsamt, wehe dem, der keine Heimat hat, werden ja aus der Perspektive des Heimatlosen, dem die Identifikation des Gedichts gilt, gesprochen. Das neue, selbstbewusste Insistieren auf der Heimatlosigkeit um 1900 ließe sich auch an Georg Lukács zeigen. Als Begriff fällt die transzendente Heimatlosigkeit in seiner Theorie des Romans genauso häufig wie die prominenter gewordene Wendung der transzendenten Obdachlosigkeit. Justus Urbich hat dazu einen Aufsatz geschrieben. Die linken Intellektuellen der Weimarer Republik setzten diese Gedanken fort. Karl von Ossietzky schreibt 1929, dass gerade, Zitat, die Besten der deutschen Linken sich durch das Gefühl der Heimatlosigkeit auszeichneten. Helmut Plessner diagnostiziert 1928 die konstitutive Heimatlosigkeit des Menschen und verweist jedes Heimatbegehren an die Religion. Die Erfahrung von Diktatur, Holocaust und Exil und die zeitgleiche Ideologisierung des Heimatbegriffs im NS-Staat führt zu einer wahren Flut auch an ästhetischen Verarbeitungen und Thematisierungen von Heimatlosigkeit, innerhalb derer Heimatlosigkeit nicht mehr nur als Ausdruck einer Leidenserfahrung, sondern zudem ist oder kein Ausdruck einer Leidenserfahrung. Adorno deutet die jüdische Erfahrung der Heimatlosigkeit angesichts des Holocausts als Menschheitserfahrung. Zitat: Heute, nachdem das Schicksal, das Heine fühlte, buchstäblich sich erfüllte, ist aber zugleich die Heimatlosigkeit die aller geworden.
Alle sind in Wesen und Sprache so beschädigt, wie der Ausgestoßene es war. Gegenwärtig schlägt das Pendel wieder zur anderen Seite. Nicht Heimatlosigkeit, sondern Heimat ist der zeitgenössische Gegenstand intellektueller und populärer Suche nach Identität. Bernhard Schlinks Essay Heimat als Utopie aus dem Jahr 2000 steht symptomatisch für den Versuch, Ortlosigkeit als maßgebliche intellektuelle Erfahrung der Nachkriegsjahrzehnte einzutauschen gegen einen mit Bloch und Arendt und anderen Gewährsleuten abgesicherten, meiner Meinung nach wohlfeilen, positiven Heimatbegriff, der sich harmonisch zur globalisierten Welt verhält, zu ersetzen. Die zeitgenössischen Versuche, Heimat etwas Positives abzugewinnen, sind dabei, so meine These, Teil eines bürgerlichen oder einer bürgerlichen Werte- und Warenwelt, die sich schon immer mit ihr verband. Jetzt sage ich das, was Frau Schornowski schon angesprochen hat, ein paar Beispiele dafür, wie Heimat zur Identifikationsvokabel einer wahren Welt geworden ist in den letzten Jahren, die mit Authentizität wirbt. Beschränken wir uns nur mal auf Getränkewerbungen, ist dabei das Spektrum zwischen Biederer, Amendorfer Bier, Retro, würde ich jetzt Radler, Feldensteiner mal einordnen, und postbiedermeierlicher Lesart möglich, wie bei Lütz Landlust. Teils trägt Werbung mit Heimat auch deutlich ironische Züge, etwa wenn ein Berliner Radiosender mit Geweiden als Radioheimat für sich wirbt. Aber ich befürchte, das ist nicht die ratlos diagnostische Ironie, von der uns Tilman Wenzel gestern erzählt hat, sondern eine, mit der nichts gewonnen ist. Ironie ist hier eher eine billige Absicherung, die nicht so verstanden zu werden, wie es tatsächlich ist, auf der Welle eines Bedürfnisses nach Heimat zu reiten. Teilweise wird auch ganz unironisch an eine Heimatwelt voller expliziter bürgerlicher Werte angeknüpft. Etwa bei der Tiroler Markenlinie Louis Trenker, auf deren Homepage man erfährt, dass es sich um ein Kultlabel für Mode und Lifestyle handle, das für bleibende Werte steht. In seiner Vermarktungsstrategie, ich habe hier also jetzt so ein paar Internetseiten, Screenshots von Internetseiten gemacht. In seiner Vermarktungsstrategie verwendet das Label geradezu obsessiv den Begriff der Heimat, gerne in Form von Trenker-Zitaten, wie hier, man muss die Heimat zuerst verlieren, um sie ganz zu besitzen. Trenker wird dem Label gleichen Namens zu Ehre und Verpflichtung. Ehre, Pflicht, Heimat, die Begriffe, die den bürgerlichen Wertehimmel des 19. Jahrhunderts wiederbeleben, werden hier mit Bildern kombiniert, die sportlich lässige Lebemänner und Typen mit verspiegelten Sonnenbrillen zeigen. Nichts Steifes, also nichts Überholtes, nichts Biederes. Heimat dient hier einem Lifestyle-Entwurf, der das Bedürfnis nach bleibenden Werten und modernes Konsumverhalten zusammenbringen will. Ebenfalls unironisch, aber weltanschaulich in einem anderen Sektor, wird Heimat teilweise auch zum Wohlfühlfaktor für die jungen, nicht etablierten Alternativen. In einer dieses Zielpublikum ansprechenden Zeitschrift sieht man unter dem Label Heimat eine ungeschminkte junge Frau, umgeben von naturwüchsigem Wurzelgemüse, mitten in der Großstadt. Die perfekte Vereinigung also von Natürlichkeit und Urbanität. Gestern wurde uns von Nathalie Moser ja diese neue Lebenskultur mit Jan Brandts Roman Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt schon vorgestellt. Ja, ich komme zum Schluss. Die jetzt nur sehr skizzenhaft entwickelte These wäre also, dass das vermeintlich unpolitische, private von Heimat, das in der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts seinen Ursprung hat, es gegenwärtig den unterschiedlichsten Gesellschaftssegmenten wieder denkbar macht, dem Begriff etwas für sich abzugewinnen. Heimat ist auch im politischen Diskurs kein Begriff der Ränder, sondern der Mitte, wäre meine These. Ich habe gestern ja so ein paar Wahlplakate gezeigt.
Heimat ist zur politischen Identifikationsvokabel aller Parteien geworden. In Zeiten, in denen die bürgerliche Mitte mit ihrem eigenen Abstieg zu kämpfen hat, ist Heimat auch zu einer Vokabel der Selbstversicherung geworden. Und ich glaube, zu einer bürgerlichen Selbstversicherung. Das war's. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Anja, für diesen tollen Vortrag. Und ich gebe gleich das Wort an Frau Schanowski. Ja, vielen Dank. Ich will es jetzt nicht monopolisieren, aber da ich jetzt mehrfach namentlich erwähnt wurde, dachte ich, ich fühle mich jetzt eingeladen, ganz kurz auf Frau Österhelds wunderbaren Vortrag zu reagieren, für den ich mich erstmal sehr herzlich bedanken möchte. Vor allen Dingen, weil auch so schöne Materialien drin waren, die ich zum Teil auch, wenn ich selber Vorträge zu meinem Buch halte, benutze. Das ist sehr, sehr lustig, wenn man seine eigenen Materialien plötzlich in einem anderen Vortrag sieht. Darf ich trotzdem drei kleine Anmerkungen machen, wo ich vielleicht etwas Widerspruch anmelden würde? Erstens, ich würde sagen, die Heimatlosigkeit als Figur, das wissen Sie ja, sehe ich eigentlich eher mit Ihrem Ursprung in der Romantik, wo tatsächlich so dieses Wanderschaft, das Antibürgerliche, ne, zu Hause bleiben, die arbeiten müssen und die Geld verdienen müssen. Der Romantiker, der Künstler zieht in die Welt hinaus und dann kann er Heimweh empfinden. Das ist herrlich, weil das eben so ein wunderbar sehnsüchtiges Gefühl ist. Also da würde ich sagen, das ist das eher antibürgerliche Moment, was aber in der Romantik apolitisch und im Grunde religiös motiviert ist. Zweitens würde ich sagen, das 19. Jahrhundert kennt auch eine Gegenbewegung zu ihm. Was Sie beschreiben, stimmt einerseits vollkommen, was die bürgerliche, das Zelebrieren einer bestimmten Form von Heimat angeht, wo ich aber auch sagen würde, das ist schon ein Element einer Massenkultur, die eher ins spätere 19. Jahrhundert gehört. Ich würde sagen, der bürgerliche Heimatbegriff des 19. Jahrhunderts, ich hatte es gerade schon gesagt, ist ursprünglich durchaus politisch und zwar erstens gemünzt auf eine Veränderbarkeit der Heimat. Das kann man zum Beispiel in diesen Reden vom Hambacher Fest, da berufen die sich ganz oft auf die Heimat, die sich ändern muss. Die bietet den Arbeitern, den armen Leuten keinen Schutz, keine Heimat, keine materielle Versorgung. Und zweitens auf das Element der Migration, also wo tatsächlich auch diese Binnenbewegung, Sie hatten die Schweizer erwähnt, die Schweizer sind angeblich auch die Erschaffer des Wortes Heimweh, weil so viele Söldner, Schweizer Söldner sich im Ausland befanden. Und das waren nun eher diejenigen, die sich eine neue Heimat suchen wollten, ja, weil sie vielleicht nicht nur, weil sie zu Hause kein Heimatrecht hatten, sondern manche auch eben, weil man da Geld verdienen konnte. Ja, also das Suche, die Suche nach Abenteuer und das Weggehen und Ankommen wieder in den Blick zu nehmen. Und drittens, was die aktuelle Heimatrenaissance angeht, würde ich sagen, man muss wirklich sehr genau hingucken, wer benutzt das Wort, in welchem Kontext und mit welcher Funktion. Also ist es Marketing? Ist es ein politischer Impuls, da anzudocken? Und wenn man weiß, die Leute finden es positiv, dann kleben wir es halt auf unsere Plakate. Und ist das ein ernstzunehmender Heimatdiskurs? Frage ich etwas provokant. Danke. Ja, genau. Ja, das wäre natürlich genau die Frage, kann man sich absetzen, wenn man selbst einen Heimatbegriff entwickelt, der ja jetzt progressiv ist, ne, sagt, das ist vielleicht gar nicht der Ort, an dem ich lebe, sondern da, wo ich gern sein würde. Das ist meine Phantasmagorie, wie wir es am ersten Abend gehört haben oder sowas. Inwieweit muss ich bedenken, welches historische Kapital in diesem Begriff steckt oder nicht? Ne? Und welches ist das? Ne? Und da wäre eben mein Argument zu sagen, ja, natürlich gibt es immer schon das Spannungsverhältnis von Heimatlosigkeit und Heimat. Ne? Das ist jetzt nicht erst seit Nietzsche da. Ne? Das haben wir natürlich auch schon in der Bibel. Ne? Da ist der Mensch sozusagen immer der Wanderer auf Erden, der erst im Himmel dann die wahre Heimat erreichen wird. Aber die Heimatlosigkeit als politischer, antibürgerlicher Begriff, ne, wollte ich eben herausarbeiten, das passiert am 19. Jahrhundert. Und das haben Sie ja selber gerade nochmal gesagt. Der romantische Vorstellung von Heimatlosigkeit ist eben apolitisch und in dem Sinne eben auch noch nicht antibürgerlich. Ne? Und nur dieser Aspekt der Heimatlosigkeit hatte mich jetzt interessiert als Gegenbewegung gegen ein bürgerliches Denkmodell. So viel erstmal. Danke. Gibt es weitere Fragen aus der Runde?
Dann würde ich gerne mal eine anschließen, und zwar die vielleicht sowohl an dich, Anja, als auch an Sie, Frau Scharnowski, nochmal geht. Was ja doch auch zum Thema immer wieder wird, ist dieser Zusammenhang zwischen ökologischer Bewegung und Heimatbewegung. Also Anja, du hast jetzt dieses Bild gesagt, wo du so schön sagtest, ungeschminkte Frau vor Wurzelgemüse, was ich eine fantastische Formulierung fand. Und vielleicht auch nochmal im Anschluss an den gestrigen Vortrag von Tilman Fenzel. Auch bei Reinhard Grebe gibt es einen Song, die Region, sie war nie weg, sie war nie weg, jetzt ist sie wieder da. Also das ist tatsächlich was, was irgendwie wiederkommt und was ja auch, also diese Umweltschutzbewegung zurück zu regionalen Produkten und so weiter, was jetzt ganz stark wiederkommt und wo man ja auch sagen würde, im Umgangssprachlichen sind das irgendwie bürgerliche Kategorien und wo es aber auch, also mich erinnert es immer ein bisschen an das Buch von T.C. Boyle, Drop City, der ja die Hippie-Bewegung beschreibt, wo man sagt, das sind die Ungebundenen und so und die letztlich aber diese Kommunen gründen, wo es auch extrem, und das hat mich an die Bilder erinnert, die du zeigst, extrem patriarchalisch zugeht und auch sehr wieder auf dieses, wir pflanzen unsere eigenen Dinge an, wo irgendwie tatsächlich dann irgendwie sozusagen, dass Leute, die was haben und so weiter, das wird dann doch irgendwie imitiert wieder. Also wo diese Kategorien von progressiv, bürgerlich, Heimat, Heimatlosigkeit irgendwie doch sich ja vermischen auf eine seltsame Weise. Vielleicht kannst du was dazu sagen, Anja. Ich fange mal an. Frau Scharnowski hat da bestimmt genauso dann was zu sagen. Also man sieht natürlich schon an den ganzen Reformbewegungen um 1900, und der Heimatschutzbewegung, ne, die da ihren Ursprung hat als ökologische Bewegung unter anderem, die Ambivalenz eben dieser, vielleicht aus heutiger ökologischer Perspektive, tollen Bewegung, ja, die immer auch mit Ausgrenzung arbeitet, ja, also in dem Sinne massiv, also auch einfach personell verschwistert ist mit den ganzen Heimatverein der Zeit, ja, wo es darum geht, das deutsche Kulturgut zu stärken, explizit gegen französische Einflüsse und so weiter. Also wie sich diese Rückbesinnung auf Regionales meistens auch mit Ausgrenzungsbewegungen verbunden hat historisch. Ne? Und das muss eben jeder Naturschützer heute, ja, zu denen ich mich als aktive Greenpeace-Aktivistin vor 20 Jahren, auch Zähler einfach klar machen, ne, dass das da auch drinsteckt. Ne? Das ist eben auch ein historisches Kapital. Das heißt nicht, dass das alles schlecht ist deswegen, aber ich muss mich dazu verhalten, ne, dass es dieses Potenzial auch gibt. Und das sehe ich eben auch bei der Frau mit Wurzelgemüse, die in Berlin steht. Ich weiß nicht, Frau Scharnowski, möchten Sie auch noch was dazu sagen? Ah, Sie sind ohnehin stumm geschaltet, aber Sie haben auch den Kopf geschüttelt. Ja, jetzt hat sich auch gemeldet, ich glaube vor mir. Ich würde, Frau Mitchell, wenn es okay ist, da Nathalie Moser wegen eines Interviews demnächst geben, würde ich gerne Nathalie Moser vorziehen mit ihrer Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag und auch nochmal die quasi Historisierung des Begriffes. Und ich würde eigentlich, vielleicht ist es auch mehr eine Anmerkung, gerne nochmal auf das literarische Beispiel zu sprechen kommen. Also Romeo und Julia auf dem Dorfe, weil das fand ich sehr interessant. Sie haben ja davor auch eine Skizze gezeigt, wie die Heimatlosen quasi dargestellt werden. Und da finde ich dann, dass das quasi der literarische Text von Gottfried Keller einfach nochmal viel differenzierter, also natürlich auch nicht satirisch damit umgeht, weil ja da die Heimatlosen, da ist ja nicht nur der schwarze Geiger, sondern da ist ja eine ganze wiederum Gemeinschaft, wenn man jetzt den soziologischen Begriff vielleicht dann nochmal einführen möchte, in dieser Wirtschaft, also auch bei den Heimatlosen wird da quasi nochmal nuanciert und die Figuren werden auch sehr differenziert gezeichnet, würde ich jetzt mal sagen. Also dass wir quasi da in diesem Text vor allem auch die Faszination für die Heimatlosigkeit irgendwie auch haben, obwohl das Ende dann das wieder festklopft, glaube ich. Aber zumindest würde ich jetzt mal behaupten, da in der Literatur auch schon das zu sehen, was sie dann um 1900 auch verorten. Also dieses quasi sehr positiv, also die positive Wertung der Heimatlosigkeit, die würde ich bei Keller schon ansatzweise sehen, weil diese Heimatlosen da auch sehr detailliert gezeichnet sind und der schwarze Geiger ja eine sehr wichtige Rolle auch für die Handlung spielt. Ja, vielen Dank. Kurz noch dazu, also ich finde das einen der großartigsten Texte zu dieser ganzen Heimatfrage des 19. Jahrhunderts überhaupt, wahnsinnig komplex und das Problem der Heimatlosigkeit beschäftigt Keller ja auch im Grünen Heinrich und es kommt immer wieder so in seinen Texten auch vor. Ich würde aber trotzdem sagen, der Geiger ist auf keinen Fall eine positive Figur. Der hat teuflische Züge und so weiter. Also er ist
Repräsentant der Ängste des Bürgertums, aus der Heimat herauszufallen in die Heimatlosigkeit, ja, würde ich sagen. Ja. Also es wird nicht unbedingt Mitleid für den schwarzen Geiger provoziert durch die Geschichte. Ne? Aber es macht an gesellschaftlichen Spannungsverhältnissen auf jeden Fall ganz viel klar, dieser Text. Und es gibt eine große Zahl von Texten, die sich dem Problem der Heimatlosigkeit in der Schweiz nähern. Übrigens auch von Herrn Ulbricht angesprochen, gibt es auch sozialistische Literatur tatsächlich, Robert Schweichel, ja, Novelle, die heißt Die Heimatlosen, die sich auch mit diesem Problem beschäftigen. Also das ist literarisch vielfach verwertet, aber nie so großartig wie von Keller, finde ich. Komm, Hitterlich, bitte. Ja, ich würde eigentlich auch noch mal dagegen sprechen, diese sozusagen das so binär zu unterscheiden zwischen progressiven Heimatkonzept oder das irgendwie zu etikettieren zwischen bürgerlich und progressiv. Also weil ich denke, für mich war diese Arbeit von der Celia Applegate ziemlich hilfreich. Also eine Amerikanerin, die auf sozusagen die Pfälzer Heimatbewegung sieht, sozusagen im 19. Jahrhundert, the home of provincials, ne, Heimat. Und die sagt, das ist immer ein Mythos gewesen über die Möglichkeit von Gemeinschaft im angesichts von Fragmentierung und Entfremdung. Und das ist, denke ich, das ist sowas, was mir irgendwie fehlt. Also diese Tatsache, dass natürlich die bürgerliche Beschreibung von Heimat auch im bestimmten Kontext, also das, wo ich bei Frau Scharnowski dann auch so ein bisschen gegengehalten habe, eigentlich das Heimatbild einer privilegierten Gruppe, aber wir haben ja auch einen Heimatdiskurs der Unterprivilegierten. Das ist vielleicht stärker eben ein Verlustdiskurs. Und der findet sich vielleicht nicht in der bürgerlichen Literatur oder wäre die Frage, wo in der Literatur er sich findet, ne? Aber da bin ich nicht kompetent. Aber ich finde den, wenn ich mit Menschen spreche oder wenn ich, sagen wir mal, die sozialen Bewegungen der Gegenwart, auch welche, von denen ich mich weit distanziere, wahrnehme, denke ich, was ist das für ein Bedürfnis, was sich darin ausdrückt? Genau, ich meine, da ist ja natürlich jetzt auch Ihr Ansatz natürlich ein völlig anderer. Aber dann hatte ich doch wieder bei Ihrem Vortrag das Gefühl, nee, es gibt schon dann auch wieder die Verbindungen. Ne? Also ich leugne oder möchte überhaupt nicht leugnen, ein Beheimatungsbedürfnis des Menschen, was ich, ne? Verschiedene Formen sucht. Und ich interessiere mich jetzt aber für die verschiedenen diskursiven Formen. Und wie Sie ja selbst gesagt haben, können solche Integrationsnarrative immer auch ausschließen, ein- und ausschließen. Ne? Und man kann vielleicht feststellen, wir kommen nicht ohne Integrationsnarrative aus. Ja? Es geht einfach nicht. Und deswegen will ich auch nicht sagen, ja, Heimat, ja, dürft ihr jetzt nicht mehr verwenden, ist ganz schlecht. Guckt es euch historisch an, sondern einfach nur bewusst sein, wie wurde es historisch verwendet, wer wurde ausgeschlossen, ne? Und das wäre eben jetzt meine Beobachtung, das Bürgertum benutzt diesen Begriff, also monopolisiert diesen Begriff im 19. Jahrhundert und verwendet ihn auch, um gesellschaftlich sich abzugrenzen, ja? Gegen Adel, Kosmopoliten, gegen die Armen, die heimatlos sind. Und einfach diese Beobachtung, dass diese Integrationsformel zugleich auch ausschließt, gebe ich mit zu bedenken. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir sie nicht brauchen. Ja? Also das ist in dem Sinne jetzt keine Antwort darauf, wie wir in der Gegenwart damit umgehen, sondern nur noch ein Hinweis, was es an historischen Implikationen mit sich führt vielleicht. Ja, Justus. Ja, ich habe jetzt mal eine Frage, die vielleicht schon zu der Abschlussdebatte weiterführt. Ich weiß es aber nicht. Schauen wir mal. Das, aber völlig in Ordnung. Ich weiß nämlich, Folgendes weiß ich nicht, deswegen frage ich das. Sind die Diskurse über Heimat, Heimatlosigkeit, Antibürgerlichkeit, Antiheimatlichkeit mal generationstheoretisch abgeklopft worden? Denn wenn ich an die historischen Alternativbewegungen 1900 denke, wo ich ziemlich viel zugeforscht habe, das waren immer die Bürgerkinder, die die Welt ihrer Eltern in Frage gestellt haben, die ihre Herkunftswelten in Frage gestellt haben und neue Formen von Gemeinschaftlichkeit und Zugehörigkeit entwickeln wollten, bis hin zu einer radikalen Systemkritik, den gesamten Entwurf der Moderne, der industriellen Moderne zu verwerfen. Das kann man zwar nicht mehr, aber man hat es zumindest intellektuell versucht. Und die Frage ist ja, wenn ich an Fridays for Future denke, wer sich heute artikuliert in manchen Bereichen unserer Gesellschaft, ob man das nochmal generationstheoretisch abklopfen sollte, ob das sinnvoll wäre, dass junge
Leute, wobei der Begriff, wo hört jung auf, ja, dass jüngere Leute, nachgewachsene Generationen immer einen Impuls hatten, die Welt der Eltern, was jetzt sehr vereinfacht formuliert ist, unter Umständen radikal in Frage zu stellen. Und gleichzeitig passiert dann das manchmal, wenn man manche Heimeligkeiten von Landkommunen anguckt, die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, also mit anderen Worten, die reproduzieren dann plötzlich Gemeinschaftsformen, die, ja, Biedermeier ist noch nett formuliert, also wo der Heimatmief auch dann webt über den Äckern und in den ökologischen Wurzelgemüsen und anderen Dingen. Das wäre meine Frage. Ob ich das, weiß ich eben einfach nicht, ob die Forschung da in manchen Bereichen, da, ich komme aus der Jugendforschung so ein bisschen, da ist Generationslagerung ganz wichtig, aber ist es da auch, das weiß ich einfach nicht. Beate weiß was. Also wie gesagt, ich kenne auch nur diese große Fragebogenumfragen, wo Sie gucken, wie sich das verteilt und wo relativ klar ist, dass Ortsbindung ein Thema der älteren Generation ist, was auch mit Mobilitätseinschränkungen, also im physischen und im materiellen Sinn. Also wer erstmal ein Haus gebaut hat, verlässt es auch nicht mehr so schnell. Also was ich da am interessantesten fand, war eigentlich ein literarischer Text von Ulrike Dresner. Dieser siebte Sprung oder so heißt das. Der verhandelt die eigentlich so eine Heimatvertreibungsgeschichte ihres Vaters. Und was am interessantesten ist, war für mich die Generation der Jüngsten. Die treffen sich in einem Bunker, also Forster, und sammeln Zeitungsnachrichten über Mobilitätsverweigerung und sprechen quasi ihren Heimatvertriebenen, haben Verständnis für den Impuls ihrer heimatvertriebenen Großeltern, finden das bürgerliche Leben ihrer Eltern ganz problematisch, was eben weltweit hier eine Tagung, da eine Tagung, vernetzt unterwegs ist. Und wo ich dachte, also da fand ich irgendwie eine interessante Bewegung, die sagen dann, okay, was habt ihr mit eurer Heimatvertreibung? Da sind doch Leute nur von Deutschland nach Deutschland gegangen und haben dieselbe Sprache gesprochen, na gut, haben was verloren. Sagt, in meinem Freundeskreis finden sich Leute, deren Eltern aus Indien, Pakistan, Afrika kommen und wir wollen, also da kommt dieses Stay Home, wir wollen da bleiben. Wir wollen einen Ort. Ich würde auch noch kurz was dazu sagen. Also ich weiß auch nicht, ob das beforscht ist, aber es leuchtet mir sofort ein, natürlich erstmal zu sagen, klar, die sogenannten Antibürgerlichen sind natürlich die, die selbst dem Bürgertum entstammen und selber wieder in das einkehren werden. Also insofern sind das dann auch sozusagen bestimmte Alterssegmente, in denen dann das eine Rolle spielt, glaube ich, sofort. Meine Beobachtung wäre eben jetzt aber trotzdem über die Generationen beobachtet, dass es eben viele Jahrzehnte gab, in denen das Modell des heimatlosen Intellektuellen attraktiv war. Also so wie wir es in Eröffnungsworten von Susan Neumann ja nochmal vorgeführt bekommen haben, ja, dass positiv konnotiert ist zu sagen, ich kann nicht sagen, wo meine Heimat ist. Interessiert mich auch nicht, ist ein Modell, ne, was mich vielleicht nichts angeht oder was ich dann nur noch mit Gerüchen verbinde oder wie auch immer. Also eher eine Distanzierung und eine positive Konnotierung von Heimatlosigkeit. Und meine Beobachtung wäre, das nimmt ab. Und für die jetzige intellektuellen Generation oder die neuen öffentlichen Diskurse würde ich sagen, es ist jetzt was Neues, dass auch von linken Intellektuellen oder links, rechts funktioniert wahrscheinlich sowieso alles nicht mehr, Heimat in einer Weise aufgewertet wird, wie wir es noch nicht erlebt haben jetzt im 20., 21. Jahrhundert nach 45. Das würde dann auch für uns gelten, ne? Guck mal, wer da spricht. Ich will die Diskussion gar nicht unterbrechen, sondern vielmehr ausweiten. Ich denke, wir sind quasi schon in einem Teil der Abschlussdiskussion. Ich habe auch gleich noch eine Frage, würde auch gerne das Publikum vor dem Bildschirm sagen, wenn Sie noch Fragen, Kommentare loswerden wollen, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Sie die in die Frage- und Antwort-Sektion nochmal notieren können. Wir bemühen uns, die in der verbleibenden Zeit noch zu beantworten. Ich würde mir erlauben, selber noch einen Kommentar zu machen, weil wir gerade bei so Themen wie Generationen sind und weil, wie Anja Österhalt auch sagt, da irgendwie jetzt das Thema Heimat ganz stark gemacht wird. Und das ist vielleicht auch eine Frage, die auch wiederum an Frau Mitscherlich mitgeht.
Wir haben über die Entheimatung der Ostdeutschen in ihrem eigenen Land gesprochen und Sie haben auch gesagt, es gibt viele, die weggegangen sind. Es gibt dann dieses Phänomen, dass sagen, junge Leute weggegangen sind, dann aber zurückgehen in den Osten. Und es gibt diese Bewegung der sogenannten dritten Generation Ost, wo ich, also wenn wir jetzt so ein bisschen beim Autobiografischen sind, immer denke, eigentlich bin das ich und irgendwie haben die mich sehr irritiert, weil ich gar nicht wusste, was das ist, also was die wollen. Und als Sie aber vorhin gesprochen haben über dieses Control, Coherence, fragte ich mich, ob man diese Bewegung nicht auch in so einem Zusammenhang der Beheimatung sehen kann. Und da würde ich dann wiederum auch Anja Oesterheld zustimmen, dass das da doch was ist, wo Heimat wieder auch in einem positiven und natürlich auch irgendwie in einem Ermächtigungssinne eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also vielleicht, wer auch immer dazu was sagen möchte. Also weil Sie mich angesprochen haben, die dritte Generation Ost hat mich erst auch sehr irritiert, weil ich dachte, es sind ja Leute, die haben die DDR gar nicht mehr erlebt und beziehen sich jetzt so stark auf die Heimatgeschichte ihrer Eltern, de facto während die Eltern damit beschäftigt waren, sich anzupassen im neuen System, so ungefähr. Und ich habe da aber, also da gibt es für mich auch einen Unterschied, nämlich der Weggegangenen und der Dagebliebenen. Weggegangenen sind die Leute, die in München, Hamburg oder weiß ich wo studiert haben und zumindest in den Texten, die ich davon kenne, eine Diskriminierungserfahrung berichten oder eigentlich noch davor sowas, was Frau Babetta, ich auch lange drüber nachgedacht, ein Ort von Scham und Stolz. Also mich hat damals inspiriert, sozusagen über Heimat zu arbeiten, weil plötzlich Leute stolz waren, Deutscher zu sein. Das fand ich genauso absurd, wie sich zu schämen, Deutscher zu sein oder sich zu schämen, aus der DDR zu kommen. Also das sind soziale Emotionen, die eigentlich später im Leben einem erst beigebracht werden, in dem Moment, wo man den sozialen Vergleich entdeckt, ne? Also sagt diese dritte Generation Ost, spricht aus einer vermeintlichen oder realen Diskriminierungserfahrung, die sie dadurch auch erfolgreich bewältigt, weil die dann natürlich in der Zeit schreiben dürfen und so. Und ich habe in Amerika meine schwarze Bürgerrechtlerin kennengelernt bei so einer Diskussion über Identitäten, Identitätspolitik. Da hat die gesagt, you have to fit in the boxes to get out of these boxes. Ne? Also indem ich mich als Ostdeutsch darstelle, entkomme ich den damit verbundenen Diskriminierungen. Und so ein bisschen ist das auch so, also Kraftklub in Chemnitz hat gesungen, ich will nicht nach Berlin. Ich glaube, die wohnen inzwischen in Berlin. Ja. Sagt die Region als sozusagen Ausgangspunkt von Stolz. Das, und ich denke, also Korff hat, glaube ich, damals gesagt, das ist die kulturelle Kompensation ökonomischer Minderwertigkeit Heimat. Mhm. Und das, denke ich, das steht natürlich immer noch dahinter. Also da gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen den Bürgerkindern im Osten und den Bürgerkindern im Westen. Und ein paar Arbeiter- und Bauernkindern, mit denen ich an der Fachhochschule natürlich mehr zu tun habe als an der Universität. Ich weiß nicht, Anja, wolltest du noch was dazu sagen? Oder nein? Okay, dann würde ich als nächstes Susan Neiman, unsere Direktorin, die wir für die Abschlussdiskussion zugeschaltet haben, die auch gerne etwas sagen möchte. Ja, erstmal möchte ich meinen Dank aussprechen. Ich denke, wir haben es doch geschafft, diese digitale Form von Heimatlosigkeit gut zu benutzen. Also Dank an alle. Ich habe die Diskussion sehr gespannt gefolgt und eine Frage stelle ich mir die ganze Zeit. Ich weiß, ich sprenge ein bisschen den Raum dieser Tagung, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Ich frage mich, inwieweit diese eine deutsche Diskussion ist. Und es ist ein paar Mal gesagt worden, das Wort Heimat kann man nicht übersetzen. Das würde ich in Frage stellen. Auf Englisch gibt es das Wort Homeland. Wir haben alle vergessen, wie schrecklich die Bush-Regierung gewesen ist, wegen dem, was danach gekommen ist. Aber als George Bush ein Amt für Homeland Security gemacht hat, entstand die gleiche Diskussion unter Linksliberalen. Das ist ein rechtsgefärbter Begriff und sentimental und verklärend und er nutzt das politisch aus. Und also da gab es wirklich Protest. Inzwischen gibt es ein
Office of Homeland Security und kein Mensch fragt danach. Aber ich glaube, es gibt eine ziemlich direkte Linie von the Office of Homeland Security bis zum Make America Great Again. Und ich frage mich auch in den Ländern, wo ich gelebt habe, auf Hebräisch ist der Begriff noch komplizierter, aber auch interessant. Und deshalb würde ich weiß nicht, ob Michel Garbowitsch noch dazu geschaltet ist. Der kann mehr Sprachen als wir alle zusammen. Aber es würde mich schon interessieren, was er dazu sagt, wie es auf Russisch oder Französisch oder Spanisch oder Ukrainisch zugeht. Vielleicht, wenn Michel nicht mehr da ist, kann ich... Moment, der kommt gerade. Na schön, okay. Es war nur im... Da ist er. Hallo. Ja, Michel, was sagen Sie dazu? Ich würde sagen, es ist übersetzbar, aber nicht immer sehr einfach übersetzbar. Also bei vielen gerade der historischen Vorträge habe ich gedacht, ja, in Russland war das ganz genauso mit Rodina und auch mit dem Unterschied zwischen Rodina und Tschechistwo, den man im Deutschen ja hat mit Heimat und Vaterland. Und sogar einige der Bildmaterialien, also diese wunderbare Postkarte aus dem Ersten Weltkrieg, mit etwas anderer Kleidung, ganz genau dasselbe hatten wir im Russischen Reich auch. Also wirklich sogar dieselben Musikinstrumente. Das heißt, da gibt es durchaus starke Parallelen in anderen Ländern zum Teil auch. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Da muss man sozusagen für jedes bikulturelle Paar immer gucken, was sich da genau übersetzen lässt an Assoziationen und was nicht. Aber ich muss sagen, also bei dem wahnsinnig tollen Vortrag von Frau Mitscherlich dachte ich, da geht es ja überhaupt nicht um kulturell spezifische Dinge, sondern um sozusagen Grundlagen, die man auch aus der vergleichenden soziologischen Forschung kennt, wo es sozusagen verschiedene Regime des Engagements gibt und dieses Regime der Nähe, in dem Heimat verwurzelt ist, ja, das ist ja etwas, das findet man, genau wie Frau Mitscherlich sagte, auch vordiskursiv. Das hat ja mit der Präsenz einer bestimmten sozusagen historisch-kulturell konnotierten Begrifflichkeit erstmal nicht unbedingt was zu tun. Es ist dann kulturell unterschiedlich ausgeformt an verschiedenen Orten. Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, okay, in dieser Sprache hat man ganz genau diesen Begriff nicht und deshalb gibt es auch diesen Heimatbegriff nicht oder diese Heimatverbundenheit nicht. Also ich denke schon, dass es da um was Universelles geht. Justus. Ja, ich denke, also es ist zwar Teil des deutschen Selbstbildes, dass es den Begriff nur auf Deutsch gibt und das Gefühl auch, dass, da sind wir drüber hinweg, ja. Aber wir reden hier auch in dieser Konferenz, reden halt überwiegend Deutsche, auch wenn sie öfter im Ausland waren oder auch länger im Ausland waren, was typisch deutsch, also schwieriges Wort, was aber für uns zutreffend ist, wenn wir darüber sprechen als deutsche Intellektuelle, ist das Bewusstsein der spezifischen Brüchigkeit dieser Begriffe und das hat mit unserer Geschichte in Deutschland was zu tun. Ja? Es gibt auch andere Länder, in denen im Namen der Heimat andere überfallen worden sind, aber wir waren da ziemlich gut, leider Gottes, in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Wir haben mit einer unheimlichen Brutalität die Begriffe von Heimat und Zugehörigkeit für uns selbst in Anspruch genommen und andere damit vernichtet. Und ich glaube, dieser Schatten, der fällt immer wieder auf solche Debatten in Deutschland, auch wenn wir jetzt über Patriotismus sprechen, was im Moment das Thema ist, oder über Leitkultur, ja. Und da, manche schreiben das mit D, andere mit T. Und andere sagen, die könnten nur über Leitkultur sprechen als Deutsche. Also das hat mit unserer Geschichte was zu tun, glaube ich. Das ist das Typische. Während das, was Beate Mitscherlich formuliert hat, da geht es um anthropologische Konstanten oder Prägung unserer Gattung, die sich ohne weiteres auf andere Kulturen auch übertragen lassen können, die psychologische Situation des Heimatlichen und der Heimatsuche. Aber wenn es um Begriffsgeschichte und Anwendungsgeschichte geht, sind wir halt eben durch unsere nationale Geschichte auf einer bestimmten Weise vorgeprägt. Und das stellt sich manchmal unbewusst immer wieder her. Ich würde behaupten, dass es nicht nur anthropologisch, sondern auch sehr politisch ist in den anderen Ländern, die ich, wo ich gearbeitet habe. Das stimmt. Ja. Ich würde gerade, weil es irgendwie gerade auch gut passt, Thema Leitkultur, eine Frage von Gerd Brendel dazu nehmen, der Sie einladet mit Don't They Know It's Christmas? Was ist mit Weihnachten als dem Heimatfest schlechthin?
wo Heimat als Heim nicht in dieser Zeit eingeholt wird, zum Beispiel mit der schneebedeckten Krippenlandschaft, Erzgebirgsengelchen und der Heiligen Nacht. Also Weihnachten, ist das möglich? Das ist sicherlich eine provokative Frage, auch als Integrationsnarrativ. Ich frage das einfach mal in die Runde. Ja, aber Weihnachten ist ein Sentimentalitätsanker auch immer gewesen. Neben allem, was man Heimat Weihnachten tut oder lässt. Also ich suche gerade verzweifelt einen Ort, wo ich Glühwein trinken kann mit Freunden und zwar in der Öffentlichkeit. Das soll noch erlaubt sein, auch bis 20 Uhr in Dresden. Nein, ernsthaft gesprochen. Heimat ist ja auch eine in vielen Familien eine Erfahrung des gewaltigen Innendrucks in Familien. Und das Zurück in die ins Heim heißt ja auch im Moment Ansteigen körperlicher Gewalt innerhalb der Familie. Also das ist ja eben, auch das ist vollkommen ambivalent. Ja? Und das Heimatfest, für Christen ist das überhaupt kein Problem. Die werden ihre Gebete auch zu Weihnachten sprechen. Und das können sie auch zu Hause tun. Aber für alle anderen, die nicht christlich oder kirchlich überhaupt religiös gebunden sind, fehlen dann manchmal die Orte, wo man sich versammelt aus Gewohnheit. Zum Beispiel Weihnachtsmärkte oder man geht in den Gottesdienst, obwohl man selbst eigentlich gar nicht mehr an das glaubt, was da vorne erzählt wird. Das fällt alles flach. Insofern ist das ein besonderes Weihnachten. Wobei Herr Laschet natürlich voll daneben trat, das sei das schlimmste Weihnachten seit 1945. Also es liegt daran, weil er 1946 nicht erlebt hat vermutlich. Also das ist absurd. Es ist alles anders im Moment, das ist so. Und dazu gehört auch das. Und vielleicht, ich meine, es ist ja kein deutsches Fest allein, dann könnte man als Weihnachtsforscher darüber sich den Kopf zerbrechen, ob der Wegfall des Heimatfestes in der üblichen Form für Deutschland besonders schlimm ist. Das wäre mal eine offene Frage. Frau Schanowski, bitte, ja. Ganz kurz, ich wollte noch ohnehin eben schon sagen, weil meiner Meinung nach, Frau Neimann, muss man Heimat nicht unbedingt als Homeland übersetzen, sondern man kann es eben auch als Home übersetzen und da fängt es schon an. Also lese ich es als Home oder als Homeland? Und im einen Kontext hat es dann gleich sowohl die nationale als auch die politische Komponente und zum anderen eben ist es vielleicht auch eher in diesem Kontext, den ich erwähnt habe, nämlich in diesem Bioregionalismus oder so verwurzelt. Das ist die eine Anmerkung, die ich machen wollte. Und das andere zum Thema Weihnachten. Ich verfolge das sehr, sehr intensiv, was England angeht, weil das so meine innere zweite Heimat ist. Und da ist die Diskussion über Weihnachten genauso. Die reden seit Wochen über nichts anderes als über die Frage, wie kann man Weihnachten feiern? Kann man Weihnachten feiern? Muss man Weihnachten feiern? Wo wird man Weihnachten feiern? Auf der Straße? Also ich glaube, mein ganz persönlicher Ansatz ist, man sollte sich wirklich davon verabschieden, dass es jetzt so deutsch ist. Ja, wir sind zwar, wie Herr Ulbricht vollkommen zu Recht sagte, wir sind zwar in unseren Diskussionsformen sehr deutsch, weil wir eben auch immer wieder in bestimmte Gleise einschwenken, aber ähnliche oder ähnlich gelagerte Debatten gibt es wirklich in sehr vielen, zumindest in den Ländern, die ich verstehe, das sind leider vorwiegend die englischsprachigen. Also ich finde auch, dass so eine exklusive Innerlichkeit des deutschen Heimatbegriffs behauptet wird, aber meiner Erfahrung nach, ich habe jetzt nicht in so vielen Ländern gelebt, nicht zu belegen ist. Und es gibt eine sehr schöne kleine entwicklungspsychologische Studie von Jean Piaget und Anne-Marie Weil, wo so kleine Schweizer und verschiedene Kinder aus verschiedenen europäischen Ländern gefragt werden, was Heimat ist. Und warum das Heimat ist und was sie denken, wie ein Kind aus einem anderen Land das sehen würde. Also dem ging es darum, wie sich dieses kognitive Konzept von Heimat entwickelt. Und er sagt, und das sind alles total egozentrische Beschreibungen, ne? Dann sagt das deutsche Kind, ich mag Deutschland am liebsten, weil da wohnt meine Mama und das italienische Schweizer Kind sagt, da schmeckt die Schokolade am besten und das Schweizer Kind, das italienische sagt, da kenne ich am meisten Leute. Deswegen ist Italien meine Heimat und wenn sie dann drüber nachdenken müssen und da passiert eben in der Entwicklung irgendwann diese Phase, wo man das egozentrische Denken eigentlich überwinden sollte, was nicht allen gelingt, wo die Kinder plötzlich begreifen, dass ein Kind aus einem anderen Land das möglicherweise anders sehen kann, weil vielleicht schmeckt in der Schweiz wirklich die Schokolade am besten, aber meine Mama ist ja definitiv nicht die Mama von dem anderen. Und das finde ich, diese Bewegung, die, sagen wir mal, eigentlich so zwischen 8 und 10 passieren sollte, ist ganz interessant, dass das manche Menschen eben nicht gelingt. Ne? Also dass die sozusagen dieses monopolistische Heimatkonzept
festhalten müssen. Und ich denke, das hat eher was mit Ressourcenlagen zu tun. Also da geht es dann in den politischen Bereich. Also Bildungsressourcen, aber auch materielle. Also sagt, so eine aufgeklärte Bürgerlichkeit kann sich auch vom eigenen Heimatkonzept ein Stück weit distanzieren. Les Heimatloses oder wie die hießen, für die ist das schwieriger. Da ist das manchmal der letzte oder einzige Halt. Ich würde gerne noch einen Kommentar von Antje Reppe vorlesen, der, glaube ich, zu der Frage auch von Susan Neiman nochmal gut passt. Zur internationalen Vielfalt des Begriffs, der Begriffe und Diskurse möchte ich auf historische Arbeiten von Jens Jäger und Thomas Rohkrämer verweisen, die beide auf diverse Übersetzungen, die auf gesellschaftliche Phänomene verweisen, die zeigen, dass das deutsche Heimatphänomen zwar überdurchschnittlich präsent ist, aber keineswegs ein Monopol. Und ich würde gerne noch eine, Moment, jetzt muss ich sie mir wiederholen, eine Frage von Herrn Brendel nochmal anschließen, der nochmal nach dem utopischen Gehalt des Begriffs fragt und sagt, die Idee der Heimat als Utopie im Christentum und Judentum wird vereinnahmt, aber sie entzieht sich doch gerade im 19. Jahrhundert auch. Oder, ich glaube, die Frage geht nochmal an dich, Anja. Du müsstest deinen Ton, ja, jetzt hört man dich wieder. Genau, also die religiöse Vorstellung von Heimat ist natürlich immer utopische schon immer gewesen. Und das Interessante ist dann eben im 19. Jahrhundert, wo sich der Begriff formt, mit dem wir es heute zu tun haben, dass sich genau dieses utopische Potenzial oder Transzendente eben in einen Begriff einlagert, der dann ganz gegenständlich auch gemeint ist, nämlich der Ort, wo ich geboren bin. Der aber eben nie nur wirklich der Ort ist, den ich begehe, sondern es ist eben immer auch ein Ort, der nicht mehr begehbar ist, weil er in der Kindheit liegt, beziehungsweise etwas umschließt, was ich erst in Zukunft wieder erreichen will. Und genau diese utopische Idee, mit der haben wir es heute, glaube ich, noch zu tun. Und deswegen ist der Begriff auch so interessant, dass also im Grunde diese transzendente Vorstellung der Religion sich eingelagert hat in den Begriff, wie wir ihn heute verstehen. Es ist eben nicht nur der Ort, wo wir geboren sind oder wo ich gerade lebe, sondern etwas, mit dem sich alle Utopien meines Selbst gleichzeitig verknüpfen. Das hat Bloch dann natürlich in seiner berühmten Abschlussformel nochmal so auf den Punkt gebracht und beschäftigt uns bis heute. Was war jetzt die Frage nochmal? Ich glaube, die hast du, also ja. es ging um die Frage der Utopien, Verhältnis von Heimat und Utopie. Ja. Genau, also insofern würde ich sagen, das ist ganz, ganz zentral und jetzt aus der historischen Perspektive würde ich sagen, es, semantisch gesehen kommt es sozusagen aus dem religiösen Bereich. Und um 1800 fängt das an, dass sich diese religiöse Bedeutung an den Heimatbegriff so anlagert, dass wir ihn bis heute nicht trennen können voneinander. Ja? Das ist das, ja, das war für mich so eine wichtige Erkenntnis, um zu verstehen, warum dieser Begriff immer ein Mehr beinhaltet, wenn wir ihn verwenden. Und deswegen eben so attraktiv auch ist und so spannend. Justus? Darf ich was dazu sagen? Ich bin etwas. Wenn Novalis sagt, wohin gehen wir immer nach Hause, ist das doch kein Ausdruck einer Utopie, sondern ein Ausdruck einer Transzendenzgewissheit. Also ich finde, man darf Transzendenzbindung und Utopie nicht verwechseln, also das nicht gleichsetzen, sagen wir mal so. Alles, was über uns hinausweist, ist nicht utopisch. Manches, was über uns hinausweist, ist religiös und damit geht es um Transzendenzgewissheiten oder eben Transzendenzverlust, siehe Lukács, ja, transzendentale Obdachlosigkeit. Utopie ist für mich immer, also vielleicht ist das jetzt Wortklauberei, aber Utopie ist für mich immer noch etwas anderes. Also literarisch als Gattung sowieso, aber auch von dem, was damit gemeint ist, weil Utopien ja oftmals auf Gemeinschaftlichkeit, auf Gemeinwesenvorstellungen zielen, während ich ja nun, wohin gehen wir immer nach Hause, als individuelle Transzendenzbindungen denken und fühlen kann. Ja. Darf ich nochmal darauf reagieren? Ja, natürlich. Genau, also weil da würde ich jetzt genau sagen, die Utopie ist dann praktisch schon der säkularisierte, die säkularisierte Transzendenz. Und Novalis ist genau noch an dem Punkt, das ist doch ein, gerade in diesem Text, ein religiöser Schriftsteller. Das ja, ist noch das ganz im Sinne der alten christlichen Tradition gesprochen und gedacht. Ist auch ein Erbauungsschriftsteller. Ach, stimmt, ja. Im Laufe des 19. Jahrhunderts passiert dann genau das, dass das eben dieses transzendente Potenzial ja, sich säkularisiert und dann eben zu Gesellschaft werden kann. Mhm. Mhm. Also insofern, glaube ich, sind wir
d'accord. Okay. Psychologisch ist die Frage, wozu brauchen wir Utopien? Und Psychologen würden das, glaube ich, beantworten damit, dass es uns, also wir brauchen eine Richtung, um handeln zu können. Wir brauchen ein Handlungsziel in sozusagen die Vorstellung einer besseren Welt, ob das jetzt individuell ist oder kollektiv, ist eigentlich, ich denke, bei der kollektiven Utopie geht es eben darum, es sich auch zu vereinbaren und sich zu klären, wie man dahin kommt. Aber sagt, ohne diese utopische Vorstellung, es hat mich ja auch beschäftigt, bin ich nicht handlungsfähig. Also ohne ein ideales Maß oder irgendwas, was ich anstrebe in meinem individuellen Leben oder als Gesellschaft. Ja, wir sind das nicht festgestellte Tier mit Transzendenz in uns selbst. Wir sind das Tier, was sich überschreiten muss und dauernd danach strebt, sich zu überschreiten, sich nicht zu genügen. Und wenn man dann kein Bild von dem hat, wo man hin will, ist das schwierig oder auswegslos. Ja. Ich würde gerne nochmal aus dem Publikum und das vielleicht dann auch in Richtung Ende gehen lassen, Antje Reppe zu Wort kommen lassen, die sich zum einen bedankt für ihre Beiträge und zum anderen sagt, was mir etwas gefehlt hat, war die Thematisierung des Inszenierungscharakters von Heimat. Aus wissenschaftlicher Perspektive beschäftigen wir, also uns hauptsächlich mit den Produzenten von Heimatbildern. Schwerer zu erschließen sind die Rezeption, also das Konsumieren und das subjektive Bewerten dieser Bilder. Ich weiß nicht, ob dazu jemand noch eine Anmerkung hat. Man müsste Antje Reppe fragen, die ja zu Heimatfesten gearbeitet hat oder arbeitet. Gibt es Rezeptionsforschung, wie Menschen Heimatfeste wahrnehmen und beurteilen, wenn sie daran teilnehmen? Das weiß ich nicht, aber vielleicht weiß das Antje Reppe. Ja, Frau Schanowski, Sie müssen Ihren Ton wieder anmachen. Ja. Das passiert mir leider auch im Seminar zuweilen. Also ich kann die Frage jetzt so direkt leider nicht beantworten. Es gibt aber etwas, was ich dazu gerne noch sagen wollte, weil ich finde diese Unterscheidung zwischen Produktion und Rezeption sehr, sehr krass. Also weil natürlich auch, also es gibt, würde ich sagen, seit dem 19. Jahrhundert in dem Moment von Massenmedien, gibt es tatsächlich massenmedial erzeugte Heimatbilder, die auch sehr stark wirksam bleiben. Also die bis in die Propagandapostkarten des Ersten Weltkriegs ist die Gartenlaube so die Haupterzeugerin von dem, was wir heute so als Heimatkitsch bezeichnen, ja, irgendwie die Spreewälderin in der Tracht und so weiter. Das sind wirklich so, ich sage, erzeugte Heimatbilder, die auch einen ganz bestimmten kulturellen, soziopolitischen Zweck dienen. Aber es gibt zugleich ja auch immer, so wie ich es sehe, es gibt Heimat von oben, die gemachte und die vervielfältigte Heimat, aber es gibt auch die Heimat von unten. Und ein Beispiel aus meiner Berliner Heimat, wenn ich das kurz anbringen darf, was mich immer besonders beschäftigt hat, ist, wo der Begriff Heimat nämlich als Versuch genommen wird, politische Gräben zu überwinden. Und zwar gibt es also in der Baugeschichte Berlins, Sie kennen das, diese UNESCO-Siedlungen der Moderne, das ist ein Beispiel, die Straße am Fischtal, wunderschön gelegen, wo auf der einen Seite die modernistischen Bauten Bruno Tautz stehen, eine moderne und kollektivistisch angelegte Siedlung und auf der anderen Seite ein Reformprojekt mit Spitzendächern, also das Flachdach gegen das Spitzdach, die stehen da wie in High Noon, stehen sie einander gegenüber und stehen quasi Moderne gegen Tradition, gegen Heimat. Und das war wirklich ein hochideologisierter und politischer Konflikt. Und die Bewohner dieser Straße haben dann begonnen, Heimatfeste zu feiern, um über diesen ideologischen Graben hinweg einen gemeinsamen Ort zu finden. Da gibt es wunderbare Broschüren, die Einwohner selber gedruckt haben, um aus diesem ideologischen Konflikt rauszukommen. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Dann würde ich, wir haben gerade noch einen Kommentar bekommen, den ich gerne als Abschlusskommentar vorlesen würde, weil er auch nochmal den Blick auf ein Land richtet, in dem wir bisher mit unserem Heimatbegriff noch gar nicht unterwegs waren, nämlich auf China. Und zwar schreibt Andrea Albrecht, ich war vor ein paar Jahren in eine lange und hitzige Diskussion über Heimat in China verwickelt. Dort gibt es verschiedene Ausdrücke, die man als Heimat übersetzen könnte, zumeist Verbindungen mit Haus. Und da wären wir, glaube ich, wieder bei dem, was du, Anja, gesagt hast. Zum Mondfest fahren alle ChinesInnen in ihre Heimat, das ist der Geburtsort mit dem Haus der Eltern. Sobald die Eltern nicht mehr leben, erlischt diese Heimatfunktion. Heimat ist zumeist mit Land, Provinz und auch mit Rückständigkeit konnotiert.
Man will dort auf keinen Fall leben. Leben will man in der großen Stadt. Die ist aber nicht Heimat, sondern das neue, moderne, zukünftige. So ungefähr die Stellungnahme meiner chinesischen Freundinnen und Freunde. Ich glaube, das macht ein ganz weites Feld nochmal auf, über das wir jetzt, glaube ich, angesichts der Zeit nicht mehr sprechen können, dass ich gerne einfach als, ja, als Perspektivöffnung stehen lassen würde. Ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, die Ergebnisse unserer Tagung irgendwie zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben viel angesprochen, vieles ist offen geblieben und es ist klar, wir müssen weitersprechen. Was ich aber sehr wohl mir anmaßen möchte, ist, einen Dank auszusprechen. Eine Tagung wie diese macht man nie alleine. Sie hängt maßgeblich davon ab, dass man kluge Menschen findet, die aufgrund ihrer Expertise, aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund ihrer Interessen Lust haben, sich auf ein Thema einzulassen und ihre spezifischen Perspektiven, ihre spezifischen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit anderen zu diskutieren. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Ich möchte Ihnen dafür ganz, ganz herzlich danken. Ich möchte mich auch nochmal bei Frau Babetta für den phänomenalen Auftakt bedanken und vielleicht auch einen Hinweis nicht vergessen, dass für mich, die ich keine Heimatforscherin bin, das Thema aber sehr spannend finde, vor allem die Forschungen von und Gespräche mit Anja Österheld und Justus Ulbricht eine Initialzündung hatten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dieser Initialzündung hier gefolgt bin und wir das hier machen konnten. Ganz besonders möchte ich mich natürlich auch beim Team des Einstein-Forums bedanken und dem Medium entsprechend mache ich das jetzt in der Reihenfolge ihres Auftritts sozusagen, bei Susan Neiman, Rüdiger Zill, Misha Gabowitsch, Martin Schad fürs Mitreden, Mitdenken, Mitmoderieren, im Hintergrund bei Andreas Schulz für Website gestalten und Lesestoff besorgen und für Gord Zankel für die ruhige und besonnene technische Umsetzung und für die Idee und Gestaltung der Umsetzung der Ausstellung in unserem Haus. Und wir hoffen, dass es Zeiten gibt, wo wir uns auch wieder in Präsenz treffen können und vielleicht auch über dieses Thema weiter diskutieren. Ein großes Dankeschön an alle, ein großes Dank ans Publikum fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen alle einen schönen Advent, Ankunft, Herkunft, wo auch immer das sein mag. Und ja, auf Wiedersehen.